Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Scarlet, nämlich zur siebten Folge von heute. Komplett Scarlet, von der siebten Folge sind wir eigentlich schon relativ weit hier. Und genau, ich habe euch heute wieder relativ viel zu zeigen. Ich habe nicht zum einen am Haus weitergebaut, zum anderen wollen wir heute mehr oder weniger erkunden gehen. Und zum anderen habe ich hier jetzt einen Hang-Glider, den guten alten Hang-Glider. Ich habe tatsächlich ein paar Kühe gefunden, habe hier, ich habe die Kühe leider nicht eingesperrt, weil ich so dumm bin, keine Ahnung. Ich habe gestern die Kühe hier einzusperren und ja, egal, ich habe mich einfach getötet und habe hier einen guten alten Hang-Glider hier gegeben. Und so, wie gesagt, ihr seht hier schon, ich habe ein Dach und nicht nur ein Dach, ihr habt relativ viel hier geschrieben wieder. Ihr seht zum einen hier den, ich habe einen richtig coolen Keller, den zeige ich euch gleich noch. Und zum einen, ich habe hier Sandstone, also so mehr oder weniger Sandstone Slabs hier benutzt als als Dach hier. Und schau, jetzt habe ich hier halt so ein richtig coole Wall, so ein richtig coole Steinmauer-Dings, wie auch immer das heißt. Und ich habe hier einen richtig coolen zweiten Stock. Vielleicht schreibt mal eure Meinung hier zum zweiten Stock in die Kommentare und generell zum kompletten Haus. Ich lese mir gerne hier immer die Kommentare durch und ja, vielleicht antworte ich demnächst auch mal hier ein paar Kommentare. Und ja, wie gesagt, ihr könnt auch Fragen an Scarlet und alles mögliche stellen. Ich antworte halt jetzt ab jetzt auch immer und liked ja Kommentare auch und ja, schreibt unbedingt wieder Kommentare. Ich habe hier so einen relativ coolen Glasraum. Ich habe mit Chisel und Bits hier gemacht, dass es perfekt hier aussieht. Man kann sich perfekt die Sonne anschauen, wie auch immer, ja. Die kann man richtig cool. Wie unten haben wir. Unten haben wir auch so einen richtig coolen Ausblick. Genau dasselbe habe ich hier oben einfach nochmal gemacht. Sieht einfach cool aus hier. Und hier habe ich schon eine Leiter, wie ihr seht. Und hier habe ich schon einen ersten Raum. Nur ist die Frage, ich weiß halt nicht, was ich hier in Raum reingeben soll. Also was ich hier reingeben soll oder so, was ich hier einrichten soll, eine Küche oder weiß ich was. Schreibt unbedingt wieder Ideen in die Kommentare. Ich lese heute jetzt gleich nachher, nachdem ich euch das Haus gezeigt habe, hier die Kommentare wieder durch. Auf meinem guten alten Mindpad. Und ja, wie gesagt, ich habe hier so eine Liste unten. Das schreibe ich hier alles auf. Okay, nachdem wir hier den Raum waren, haben wir hier noch einen Raum, hier einen kleinen Raum. Und hier habe ich das jetzt oben nicht mit Chisel und Bits gebaut. Hier habe ich es einfach mit Gras, mit Raptor gebaut. Das ist auch viel einfacher ist zum Bauen. Ist halt ein bisschen nicht so gut aus, aber es geht. Und ja, wie gesagt, hier ist halt relativ alles leer. Alright. Wie gesagt, Ideen hier in die Kommentare. Und hier habe ich so einen ganz, ganz coolen, wie soll ich sagen, so einen Balkon mehr oder weniger. So einen offenen Balkon. Hier wollte ich eigentlich so eine Tür bauen, aber nachdem das 3x3er ist das wirklich nicht so gut. Und ja, aber wenn man hier, wenn die Sonne aufgeht, geht nämlich genau hier auf. Also hier geht sie auf. Dann haben wir so einen richtig coolen Sonnenschein, einen richtig coolen Schatten hier drinnen. Und ja, hier kann man noch hoch mit der Leiter. Hier, so, ups, kann ich hier hoch. So, nice. Dann haben wir einen kleinen Aufgang und ja, das war's eigentlich hier. So, dann gehe ich mal runter und zeige ich den Keller, weil der Keller ist wirklich noch cooler. Der toppt nämlich alles. Und genau, ich habe jetzt mal, da kann ich das hier abbauen wieder. Ich glaube, ich müsste die Axt hier abbauen. So, alrighty. Chestraum habe ich, genau, nämlich unten im Keller. Einen kleinen Chestraum, immerhin ein bisschen was. Wie gesagt, ich schreibe hier halt alles mögliche auf. An Dings, das heißt Balkon. Balkon können wir hinschreiben, haben wir schon. Alright, das heißt, ihr könnt immer, wie gesagt, hier Kommentare schreiben, da kann ich das hier aufschreiben. Ich will hier richtig, richtig viel hier ein Haus machen, auch einen Keller. Und es haben auch relativ viel geschrieben, dass ich einen Keller bauen soll, deswegen habe ich es gebaut. Und die Tür, die zeige ich euch nachher. Nicht wundern jetzt. Und so, erstmal haben wir hier einen richtig schönen Eingang hier. Richtung zu guten alten Dorf. Und genau, hier richtig schön in unser Haus. Ich bin voll stolz auf unser Haus, das ist richtig cool aus. So, wenn man hier reingeht, hier haben wir ein paar Türen hier. Ich will eigentlich hier Pressure Plates machen, ich will nicht, dass hier, aber ich will halt nicht, dass hier Dings hier ein paar Viecher reinkommen. Ich könnte eigentlich Pressure Plates hier zwar machen, dass wenn wir hier reingehen, dass sich die Tür hinter uns schließt. Genau. Okay, und genau, dann habe ich hier wieder ein bisschen Tiefe hier reingebracht. Wie ihr wisst, wenn ihr nicht so gut im Bauen seid, Tiefe im Haus oder so, ist immer das Beste. Das heißt, Tiefe im Haus bringt einfach immer ein bisschen Schönheit, ein bisschen Kontrast hier ins Haus rein. Und ja, ihr habt gerade gesehen hier schon, da vorne ist, oh, ich drehe hier gerade schon drauf, da vorne ist schon das Chestraum und hier habe ich so alle coole Chisel und Bits Leaves hier gemacht. Und hier ist direkt der Chestraum, der gute Chestraum. Hier weiß ich noch nicht, was ich mache und hier kann ich links und rechts hier immer noch
Räume hinmachen. Und ich weiß halt nicht, was ich hier noch hinmachen soll, deswegen schreibt unbedingt in die Kommentare, was ich hier hinmachen soll. Und Chestraum habe ich hier schon, genau, alte Frames hier hingebaut, dass nämlich immer die Reihe, also wenn ich zum Beispiel jetzt Cobblestone reingebe, ist halt die Reihe, die und die, also die Kupfer-Chest hier und die Eisen-Chest, ist praktisch mit Steinen so, versteht ihr? Und hier zum Beispiel, wenn ich ein Eisenerz oder so reingebe, ist hier Eisen und hier die ganzen Erze, versteht ihr? Und, ja, hier genauso. Hier kann ich das noch erweitern. Und das Ding ist, der Raum ist nicht so lang, weil wenn ich hier weiter in die Richtung baue, dann kommt man hier praktisch schon raus hier aufs Gras, weil der Berg geht halt nicht so lang in die Richtung, wie ihr hier seht. Alrighty. Da vorne seht ihr, kommt man auch schon in eine Mine da vorne. Gut, gut, gut. Hier, genau, hier kommt man in eine Mine. Da oben ist irgendwo ein Skelett. Und genau, hier habe ich nämlich, es wird gleich gerade Nacht. Hier habe ich nämlich so ein, kann man so aufmachen, dass hier keine Mobs oder keine random Tiere hier reinfallen. Und ja, wer immer noch nicht weiß hier, wer Folge nicht geschaut hat, rechts oben bei mir unbedingt anschauen. Da habe ich das auch hier vorgestellt. Das Rippschaf 1.0. Es ist das erste Schaf. Das haben wir im Stream auch unbedingt rechts oben bei mir abchecken hier. Den Stream, da haben wir unbedingt rechts oben bei mir abchecken, wie gesagt. Da haben wir unbedingt, sag ich schon. Da haben wir unabsichtlich, genau, das ist das Wort. Haben wir hier ein Schaf getötet, aber kurz darauf ist hier ein kleines Schaf hier wieder gespawnt. Und genau, da habe ich jetzt vorige Folge gefragt, ob hier, also was für einen Namen ich hier den Schaf geben soll. Und genau, das schauen wir jetzt mal rein in die Folge. Genau hier. Alright, so, was schreibt ihr denn? Liebe den Videos, mach weiter so. Name für Schaf, Günther. Günther ist ein relativ guter Name für das Schaf. Mach bitte Facecam-Videos in den normalen. Ja, ja, schreibt ihr da. Gustav. Gustav ist auch ein guter Name hier. Schafft Cherry. Cherry, Gustav. Nein, schafft er Mindsheep 33. Ja, gut, ich will schon irgendwie ein eigenes Ding haben, weil Mindsheep. Er schafft alle. Nein, Mindsheep. Kannst du Schnitzel ausbauen? Wo es Schnitzel gibt und eine Statue von Franzl. Wäre mega. Nice, Jomai, und das Wort, was du bei Dings gesucht hast, war Blumenkasten. Genau, Blumenkasten. Das kann ich mir gleich aufschreiben. Ich könnte mir gleich so ein zweites Ding hier bauen, weil ich gehe kurz auch schlafen gleich. So ein zweites Teil hier. Wie macht man das nochmal? Ich habe das schon länger hier. Warte, kann ich das hier... hier. So, weil ich weiß nicht mehr, wie man das craftet. Wie craftet man das hier? Genau, mit einem Inksack, mit Federn, Paper und Pressure Plate. Ich muss das unbedingt aufschreiben hier irgendwann. Das heißt, Paper. Wir haben noch irgendwo hier, genau, Zuckerrohr. Zuckerrohr. Da geht's erstmal hier schlafen. Das heißt, okay, hier ist wieder ein Meteorit. Hier sind da relativ viele Meteoriten. Ich habe echt Angst, dass es bei mir irgendwann ein Meteorit ist. Alright. Ja, dann pflanze ich hier schnell die Zuckerrohr an. Das Zuckerrohr. Und ja, wie gesagt, ihr könnt, findet ihr 15 bis 20 Minuten oder so 10 bis 15 Minuten Folgen besser? Oder eher so 20 bis 25 Minuten Folgen besser, wie normalen Scarlet-Folgen? Ja, das könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich relativ interessieren hier. So, da unten sind wieder relativ viele Zombies. Ich pflanze mal hier das Zuckerrohr an. Ich könnte auch noch hier, ups, das war ein Fackeln. Ich wollte eigentlich das Dirt hier anpflanzen. Das Dirt. So, alrighty. So, bam, bam, bam. Oh, da vorne hat der Typ hat eine Waffe. Apropos Waffe, ich habe hier beim Bauen hier vom Haus hier die Waffe gekriegt. Also, kann man die reloaden? Nee, die ist jetzt kaputt. Ich weiß nicht. Und die haben wir auch einen Livestream hier bekommen. Ich weiß jetzt nicht, was sie bringt hier. Wow, die schießt. Böse. Sei doch ein braver Zombie. Ah, du triffst mich nicht. Das ist nicht ein guter Treffer, Zombie. Alright. Das heißt, ich nehme hier gleich drei Bambus mit. Wir brauchen ein Pressure Plate, eine Feder und ein Inksack. Ich glaube nicht, dass hier irgendwo Inks-Dings sind. Egal, ich lasse das hier mal anpflanzen. Egal, das schauen wir uns das nächste Folge auf. Aber das ist auf jeden Fall eine richtig gute Idee hier mit dem... Ups, jetzt habe ich es weggehauen. Das Mindpad. Das ist eine richtig gute Idee hier. Oh nein. So. Ich gehe mal ins Haus rein, sonst werde ich wieder attackiert von irgendwelchen Leuten. Und genau, jetzt kann ich euch das zeigen hier mit dem Dings. Mit dem, das hier richtig cooler Dings, so ein Schatten ist. Alright, dann scrollen wir hier runter. Und genau hier ist es. So.
waren das? Mein Chip, genau, Name wollten wir sagen. Bauch am Wasserfall Geheimgang an der Bergwand, der zu einer Warenkammer führt. Da schafft es halt Günther ist. Aber ich glaube, Günther schreibt relativ viele. So Wasserfall Geheimgang kann ich auch aufschreiben. Nur halt habe ich momentan gerade nur das Hausdings. Also ich schreibe mir alles nächste Folge auf. Also, keine Panik hier. Na, wir schaffen Knolli oder Wolli. Das ist auch ein richtig cooler Name. Wolli. Ich nenne es Wolli. Okay, show more and more commentaries. Alright. Kannst du bitte eine Folge liken? Oder was? Kannst du mich nächste Folge bitte Team Hashtag Team Kaktus bin Essen Fan bitte liken? Kannst du mich nächste Folge werden wir wahrscheinlich grüßen? Ja, Grüße kann auch an Chaosband auf jeden Fall. Gut, dass du euch hier geschrieben hast. Herbert soll das scharf heißen. Herbert ist auch. Warte mal. Du kannst hier doch auch noch einen zweiten Stock bauen. Habe ich jetzt auch schon. Ist nämlich vorige Folge. Und noch einen Gaming-Raum. Genau, Gaming-Raum kann ich mir auch noch aufschreiben. Gaming. Muss ich jetzt wieder abbauen. So. Gaming-Raum. Alright. So, kann ich es wieder aufhängen hier? Ich wieder random Stuff hier bekommen. Ja, ich glaube, ich nenne es Volley oder so. Dann schafft Chep, Gustavo, Holger, Adrian, Thomas, Roman oder Rondolf. Ich glaube, ich nenne es Wolli. Ich glaube, Wolli ist ja echt ein guter Name. Wolli, die Wolli. Alright. Der Name Flo oder Günther. Ja gut, ich würde schon sagen, Chavaludino, und das ist auch ein guter Name. Ich glaube, Wolli ist der beste Dings. Jodel einfach rein in die Kommentare. Nenn das auf Rick, Franz, bla bla bla. Mega Video wie immer. Ja, sicher Kommentare wie immer, auch Mega Video wie immer. Hier, das sind noch richtig Kommentare, die mich motivieren hier. Deine Spitzhacke verändert sich nach Lichtverhältnissen der Rainbow Spitzhacke. Ja, ich glaube, das ist wegen den Dings hier. Wegen den, wie gesagt, das ist wegen den Shader hier, das Buggy Bug buggt. Alright, so dann würde ich mal sagen, ich gehe hier jetzt, wo ich eigentlich hier, die Folge hier, wo ich eigentlich hier hingehen wollte. So, genau, wie gesagt, ich mache wieder diesen Sonntag einen Livestream, also übermorgen, bitte unbedingt einschalten. Das ist ja nichts hier verpasst, also Livestreams, da habe ich auch schon eine Idee, was ich hier baue. Und es wird wieder richtig spannend, so wie voriger Livestream. Wie gesagt, immer abchecken. Ja. So, mir fällt gerade auf, ich hätte eigentlich hier, mit meinem Hangglider hier fliegen können. Und das backt ja auch mit dem Hangglider wegen den Shader. Aber das ist egal. Immerhin funktioniert das hier. Nämlich jetzt sofort ist ein Dungeon. Da wollen wir nämlich diese Folge hier reinschauen noch. So. Alright. Ich finde den Hangglider richtig cool hier. So, bam. Ich weiß nicht, wollte ihr, dass ich hier onscreen, also im Video hier irgendwie was baue? Oder soll ich eher hier. Oder Strawberry. Oder soll ich eher hier offscreen bauen, hier immer am Anfang des Videos hier euch alles zeigen, was ich baue? Weiß ich, ihr könnt rechts oben beim i hier abstimmen, was ich hier bauen soll. Also soll ich jetzt immer in Dings bauen, in offscreen oder immer onscreen, also im Video. Okay, was ist hier? Oh, hier ist gerade Kaktus. Okay, das ist mein Kaktus. Was ist das hier? Oh, Schatz des 3. 7. Attack Damage. Das beste Smash-Wert. Das nehme ich mit. Lol. Protection 1. Okay, das ist nicht so gut. Statistics. Eine Schaufel neu? Ja, Schaufel nehme ich immer. Fackeln. Das nehme ich mit. Brot. Ja, Brot geht auch immer. Eine Rest Potato. Potato kann ich auch anpflanzen hier. Hier ist noch ein Bett und. Ja, keine Ahnung. Aber der Kaktus ist richtig cool. Okay, brennt irgendwie oben. Okay, genau. Hier wollte ich nämlich runterschauen. Hier sind nämlich anscheinend relativ böse Monster unten hier. Anscheinend. Jetzt sollten wir gleich unten sein. Alright. Es geht ein bisschen länger runter. Genau, jetzt. So, bam. Und bam. Bam. Alright, die haben hier schon Waffen. Das heißt, ich mach so meine Trick-Tricks. Der schießt nämlich nicht, wenn ich hier drunter gehe. Kann ich nämlich auch hitten. Easy peasy. Alright, erstmal alles hier ausleuchten. Genau, der vorne hat wieder eine Waffe. Okay, kommt schon. Oh. Hier schnell, oder kommt er? Wow, der schießt, der snipet hier, oh.
Ah, da, das ist ein bisschen besserer Dings. Und der macht doch die Villager-Geräusche. Oh, Leute, das hat er gedroppt. Eine Hose. Ich glaube, das ist nicht so gut wie meine. Alright. Ich mache unbedingt ein Packpack demnächst. Mache ich ja wahrscheinlich auch einen Livestream. Hier ist ein Pumpkin. Okay, das macht gar nichts. Oh, ich mach Dings hier. Hier sehe ich wieder etwas, das schießt. Weil wenn es nicht. Ich glaube, die klingt gar nicht so stark. Also ich könnte actually killen hier. Oh, wow, 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 wow. Der hat irgendeine gute Waffe. Wo ist mein Essen? Essen, Essen. Melonen Slice. So, jetzt schnell hin hier. Und schnell alles ausleuchten. So, ich hoffe, ich sind keine Fallen irgendwo drinnen. Hoffen wir mal nicht. Hier ist ein Chest. Nochmal Protection 1. Irgend so Woodwork-Dingsbums. Instant Heal. Das ist auch gut. So ein Instant Heal Potion. Also nehme ich immer hier. Ich könnte mir so eine kleine Dings bauen. Ich weiß nicht, was der Knopf hier macht. Okay, erstmal Sackgasse. Machen wir noch ein bisschen Fagalary Dinos. So, was ist hier? Okay, ist irgendein Zombie. Was ist ein Chest? Sharpness? Ich glaube, das ist dasselbe. Ja, das ist dasselbe. Hätte ich ein Anvil? Knockback. Knockback ist auch immer gut. Ich muss unbedingt nochmal irgendwann herkommen. Ich glaube, in den Livestream kann ich auch hier hergehen, eigentlich. Ist irgendwas drinnen? Hier ist ein Superofen, glaube ich, oder so, dass man oben wieder das reingibt. Aber sicher Hopper, das kann ich auch mitnehmen. Hopper Dinos sind immer gut. Würde ich sagen. So, hier ist auch so ein Superofen, so eine Art. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas drinnen ist. Oder ist hier irgendwas? Eine Chest Regino, eine versteckte. Nee, hier ist keine Chest. Ja, ich glaube, dann war es hier für die Seite mal. Hier, ich höre noch Zombies hier. Aber ich gehe mal bei der anderen Seite wieder rein. So, was ist hier? Ein Kuchen. Irgendein Chestplate. Das Ding ist, mein Chestplate ist halt besser. Deswegen ist das nicht so gut. Oh, aber hier sind Dings drin und Fackeln immerhin. Fackelary Dinos nehme ich immer, wie gesagt. Alter, das macht nur das Licht dann hier. Aber ich habe gehört, dass hier in jede Ebene, also jedes Mal, wenn ich weiter runter gehe, dass es hier ärgere Monster gibt. Warum sind hier gerade keine Dings hier? Hier sind irgendwie gerade keine Monster. Egal, dann gehe ich mal aufs nächste Dings zu. Aber hier ist schon relativ coole Stuff hier drinnen. Ja, wie gesagt, Livestream unbedingt einschalten hier. Vorne sind wieder Monster. Kann ich auch easy peasy killen hier. Alright, der hat ein bisschen Dings jetzt gedroppt, ein bisschen Heu. Hier sieht schon eher aus nach ein bisschen Action. Spawnen hier. Spawnt irgendwas, oder? Sieht's nur hier so aus. Oh, oh, ich habe keine Dings mehr. Wow, wo schießt er dann? Woo! Oh, oh. Cobblestone, Cobblestone. Wow, okay. Ich muss ganz schnell attacken, 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 attacken. Nice, ich habe ihn. Okay, 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 okay. Alles gut, Leute. Alles gut, alles gut. Ich weiß nicht, ich habe hier gerade nicht ein bisschen Gänsehaut bekommen. Nein, nein, gar nicht. Hier ist auf jeden Fall böse. Ich baue mal zu. Okay, ich muss hier unbedingt die Dings aus der Hand nehmen. Das laggt es hier. Okay, böse Spinne, lass mich in Ruhe. Böse Spinne Redino. Ich nehme hier so das Ding raus. So, easy. So, easy ausleuchten. Easy peasy. Was hier drinnen? Protection. Efficiency, das ist gut, glaube ich. Kann man irgendwas mit Heavy Glove machen? Nee, kann man nicht. Was ist denn noch gut? Das nicht gut. Regeneration. Regeneration ist auch immer gut. Immer goodie, goodie. Man könnte auch wirklich so eine Spinnenfarm oder so bauen. Wenn man relativ viel Spawners. Also kannst du auch mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß noch nicht ganz, wie man so einen Spawner baut. Ist irgendwas dahinter? Nee. Hier sind immer noch Sackgassen irgendwie gefüllt. Ich glaube, erst weiter unten fängt das richtig an hier. Und hier geht es halt auch nachher noch weiter runter. Ja, ich habe wieder Hunger. Ja, wie gesagt, dann gehe ich jetzt mal nach Hause. Alright, dann gehe ich nach Hause, Redowsi.
Ja, wie gesagt, hier Livestream. Genau, um 18 Uhr beginnt der Livestream. Haben wir nämlich vorigen Livestream hier gesagt. Das heißt Sonntag, das heißt übermorgen hier Sonntag, 18 Uhr. Sollte der 11. sein? 11. 11. August. Alright, so, ihr leuchtet auch noch ein bisschen aus. Es ist schon Nacht hier. Oh, hier sind Skelette, die abschießen wieder. Oh, oh, böse Skelette. Ich glaube, ich baue mich hier einfach am Dach hier raus. So, ich mache unbedingt... Ja, ich habe eh hier Brot. Warum nicht? Ist ich hier Dings? Wenn ich hier noch Brot habe? Ich weiß es nicht. Alright. Blockity block blocks. So, bam, 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 bam. So, alright. Dann baue ich mich einfach hier schnell raus aus. Dann fliege ich erstmal nach Hause hier. Ich hoffe, das ist die richtige Richtung. Ich glaube schon. So, wie gesagt hier, Livestream unbedingt abchecken. Okay, slackt hier, wenn ich in der zweiten Hand hier das hab. Ja, wie gesagt, Livestream hier abchecken. Sonntag, 18 Uhr. Immer cool. Und, ja, so. Dann bin ich hier wieder zu Hause. Nice, nice, nice. So, dann lege ich hier schnell noch alles ein und dann würde ich sagen, das war's auch für die Folge. So, ich habe relativ viel cooles Stuff hier gefunden. Vor allem, ich habe hier so einen Kaktus gefunden. Alright, Ice, die Ice, Ice. Okay, warum kann das nicht stacken? Ich glaube, das ist verschiedenes Eisen. Das kann man stacken, das nicht. Egal. Ich habe hier richtig viel Efficiency und ganzen Verzauberungsbücher-Dings hier gefunden. Immer noch Potatoes, Potato, ein bisschen sowas. Kann man das auch nicht stacken? Ja, das sucht hier nichts drinnen, das gehört, glaube ich, hier rein. Die wooden Dings, die brauche ich einfach nicht. Die kann ich ja einfach gleich wegschmeißen. Und wir haben Hopper gefunden, das ist auch richtig cool, solche Hopper. Kann ich auch mal hier irgendwie verwenden. Eine Waffe haben wir gefunden mit Shotgun-Ammo. Warte mal, man kann die reloaden hier mit Shotgun-Ammo. Glaubt ihr? Ein bisschen Tränke noch. Baublöcke. Bildblöcke. So. Alright. Den Kaktus kann ich ja gleich auch irgendwo aufstellen. Okay, das ist ein Mob-Drop-Chest brauche ich noch, gell? Dann mache ich mir gleich so eine Mob-Drop-Chest. Also Unterlagen mache ich wahrscheinlich auch in Livestream hier. Das ist das hier, der Mob-Drop. Die Mob-Drop-Chest. Ja, ein bisschen sowas. Ja, ist halt Standard hier von den Dings. Was soll ich den Kaktus hier hinbauen? Kann man den hier hinbauen? Nee. Ich baue den mal hier neben meinem Bett. So ein kleiner Kaktus. Sieht immer nicht schlecht aus. So, hier ist noch ein kleiner Apfel. Alright. So ein bisschen Stickery Dinos, damit wir Sticks haben. So, Melonen gebe ich auch, glaube ich, lieber mal rein hier. Nicht, dass ich die irgendwann verliere. So, noch Seeds. Ganze Seeds kann ich extra da runtergeben. So, so, so. So, so. Ich will schon wieder das nicht stacken, komischerweise. Alright. Dann hier noch ein bisschen Mob Drops, Mobity Mob Drops. So ein bisschen Essen. Dann richte ich nochmal ein Schwert hier. Jetzt wollte ich auch testen. Kann man die reloaden irgendwie? Kann die reloaden? Ich weiß nicht. Ich glaube, die kann man nicht reloaden. Egal, schreibt unbedingt noch in den Kommentaren hier, wie man die reloaden kann. Ja, dann würde ich sagen, das war's auch für die Folge hier. Dann stellen wir uns hier schnell noch bei der schönen Aussicht dahin. Ja, dann würde ich sagen, das war's. Okay, warte, hier ist ein bisschen schlecht Licht hier. Dann mach ich's so. Ja, dann würde ich sagen, das war's hier für die Folge. Lasst unbedingt ein Like und ein Abo da hier für mehr Minecraft Scarlet. Für mehr lange Minecraft Scarlet Folgen. Ich spiele so eine 25-Minuten-Folge oder so. Aber wie gesagt, lasst Like und ein Abo da und schreibt unbedingt in die Kommentare, was ich hier noch machen soll, was ich in die Räume einrichten soll. Und ja, schaut unbedingt im Livestream 18 Uhr, Sonntag 18 Uhr, 11. oder 12. Ich glaube 12. Ne, 11. August hier, 18 Uhr, Livestream, Minecraft Scarlet. Unbedingt einschalten und ja, dann lasst ein Like da und aktiviert unbedingt die Glocke hier, um keine Scarlet-Video hier zu verpassen. Und ja, abonniert mich und ja, lasst ein Like da und ciao.